seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern zu dem Spiel Resident Evil 5 Let's Show. Also ich zeig dir hier, wie es geht, weil ich weiß es mittlerweile. Und dem Kapitel 5-3 Uroboros Forschungseinrichtung einfach mal reingehen. Und ich spiele es jetzt hier auf Amateur, dass ich da vielleicht einen Besssong kriege. Und da einfach mal reingehen, das haben wir schon fertig. Und rein da. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal die Videos abbrechen, weil das ist ein längeres Ding. Also da war gerade der Bossfight. Und wir müssen einfach nur rechts rum. Hier raus. Darauf. Und jetzt hier rum, da hinten ist ein Dokument, aber wir müssen im Prinzip nur hier rum. Und darauf. Man sieht ja den gelben Pfeil. Da rein. Genau. Du kannst die anderen Gänge absuchen und Zeug sammeln, das da muss ich nicht einmal reden, oder? Und weiter geht's weiter. So, was war jetzt hier los? Warte. Wir müssen rechts durch, anders geht's ja nicht. Jetzt kommen da hinten wieder einige Dose. Da ist nichts. Einfach mal. Weiß ich, die kommen jetzt hier, oder? Ich gehe mal langsam, weil ich glaube, die werden auch durch die Geräusche angelockt, oder? Komischerweise hört sie aber das Schießen hier nicht so sehr. Ich gehe mal langsam. Der kommt raus. Jetzt da rüber. Der kommt nicht raus, oder? Ja, nicht wieder. Wir müssen zu dem gelben Punkt hin. Wir müssen jetzt diese Plattform da rüber schieben. Beziehungsweise einer muss sie und der andere muss dann rüber und von der anderen Seite. Wir müssen erst den Strom einschalten. Warte, der ist links. Ja, komm, links in der Kiste. Warte, links in der Ecke ist der Strom. Hier ist der Strom. Erster Strom. Jetzt müssen wir Strom einschalten. Genau. So, jetzt ist da Strom. Dann kann man die Plattform. Waffenkiste und so weiter muss ich nicht lange erklären. Ne? Jetzt können wir das Ding machen. Okay. Einer muss das schalten. Oh, der fette Fettklops. Geht nicht von selber rüber. Bewegen. Ah, wir müssen die Dinge herholen. Was ist da wieder los? Das Ding bewegen. Einer muss rüber und dann drüben den Schalter schalten. Die Tür geht rüber, oder? Die Cheva. Jetzt muss ich auch wieder drücken. So, und jetzt müssen wir uns selbst verteidigen und die Kollegin ein bisschen. Die muss jetzt da drüben den. Ja, also du kannst jetzt mit dem Raketenwerfer rüber buttern. Sollte die Chill aber durch können, oder? Hab ich hier noch Probleme? Nee. Sollte die Chill alleine schaffen, oder? Ansonsten musst du halt noch mitschießen hier. Jetzt schaltet sie wieder. Here I go. Keep your eyes open. Ja. Schauen wir mal. Gut. Da liegt ein Schatz. Und jetzt müssen wir links. Nee, ich muss links weiter, oder? Links weiter. Jetzt kommen die alle.
Dienstseite, oder? Da kommt einer. Noch einer. Die explodieren irgendwie. Na gut. Ja, Achtung, da ist ein Raketenwerfer. Raketen. Wir müssen durch die Bude durch. Du kannst jetzt außenrum oder direkt durch. Ist wurscht. Wir müssen durch die Bude durch. Nur, dass da noch einer steht. Da jetzt durch. Warte, da sind... Oh, da ist einer. Da kommt noch... Nee. Da ist ein wertvoller Schatz. Und jetzt müssen wir einfach nur da durch, oder? Einfach durch, oder? Kommt da ein Böser? Warte. Nee. Dann einfach durch. Und jetzt? Ich weiß es schon, aber ich weiß es nicht mehr. Speichern. Und einfach mal weiter. Ah, ja. Oh. Ja, jetzt kommt das schwierige Teil. Jetzt müssen wir mit dem Aufzug wieder rauf. Jetzt warte, wir müssen nach oben. Und das Problem ist, da kommen immer welche, die das Ding stoppen. Die müssen wir abschießen. Und dazu kann man auch gut den Raketenwerfer benutzen. Jetzt warte, weil das Ding dreht sich. Jetzt warte, ich muss irgendwo einen Hebel drücken. Ich muss da gucken erstmal, oder? Ich muss da gucken. Nee. Irgendwo ein Hebel. Jetzt geht das Ding rauf, hält aber immer wieder an. Und da könnte man jetzt... Und das Problem ist, es dreht sich. Du kannst dann schlecht zielen. Die stehen da irgendwo und das dreht sich aber. Jetzt warte. Deswegen nehme ich jetzt den Raketenwerfer. Und jetzt müssen wir... Jetzt warte. Der dreht sich noch. Jetzt kommen hier überall die Kollegen und bremsen das Ding wieder. Also es geht noch rauf, siehst du? Aber gleich nicht mehr. So, jetzt warte, jetzt dauert noch ein bisschen. Da kommen jetzt gleich welche. Siehst du, jetzt kommen die, bremsen das Ding. Die müssen wir jetzt abschießen, bloß das Ding dreht sich. Und deswegen ist da der Raketenwerfer gut, weil der haut alle um. Nee, den haben wir noch. Jetzt ist er weg. So. Das kommt aber jetzt noch ein paar Mal. Going up again. Geht wieder rauf. Und du solltest die Kollegen generell abwehren. Macht der jetzt schon, bremst der das jetzt schon. Wie gesagt, das Problem ist, das Ding geht sich. So, wir zielen relativ schlecht. So, jetzt haben wir den auf, oder? Geht's wieder rauf? Schauen, manchmal steht woanders auch noch einer. Da steht keiner. An der Bremse. Geht der noch rauf? Ja, er geht rauf, oder? Man sieht's hier. Wir müssen da oben rein. Jetzt kommen wieder welche. So, wo sind die? Warte, wo sind die? Da unten? Nee. Wo sind die? An welchem Ding stehen die? Wo sind die? Da ist einer. Der bremst. So, jetzt geht's wieder rauf, oder? Geht. Genau, geht wieder rauf. Man sieht es hier, siehst du, es geht rauf. Und jetzt können wir, jetzt müssen wir da oben, bis er da oben ist. Jetzt warte. Bis er da oben ist, oder? Geht er noch rauf? Der geht noch rauf. Geht er noch rauf? Er geht. Bis wir da an dem... Jetzt kann ich wieder das andere nehmen, oder? Bis wir da an dem Ding sind, genau. Und ja, jetzt sind da die Kollegen. Aber jetzt können wir da raufgehen. Oh, oh. So, da raus. Und weiter. War klar jetzt, oder? Wie das funktioniert hier. Jetzt da raus. Öffnen. Oh weia. Kommt jetzt schon der blöde Bossfight. Jetzt warte. Oh, da wird schwierig. Jetzt warte. Ja. Ich werde es gar nicht erklären. Jetzt müssen wir erstmal da durch.
Und ja, und da hinten ist dann der Bossfight, wo die Jill kommt. Und Achtung, ich habe die Jill einmal aus Versehen erschossen, da ist man selber tot. Man darf die nicht erschießen, die Jill. Man muss ja das Ding von der Brust reißen. Wir müssen da rein, da ist aber zu. Wir müssen ja Strom einschalten, warte. Erst den Strom einschalten, oder? So, jetzt ist da Strom. Jetzt müssen wir die Kollegin mit dem Lift raufschicken. Und die muss da in die Bude rein und den Tür öffnen, der die das Tür öffnen. Aber dann kommen die Bösen. Dann nehme ich jetzt wieder den Raketenwerfer, oder? So. Die geht jetzt da oben rüber. Allerdings kommen jetzt hier die Kollegen. Jetzt sollten wir die abschießen. Jetzt warte. Wo sind die Kollegen? Da oben irgendwo. Die kommen auch zu mir. Achtung, oder? Und die, ah, das ist die, ah ja, weil ich soll natürlich nicht... ja, die kommen auch zu mir. Nicht die Kollegin erschießen, das ist aber schwierig. Hier klettern die rauf, die mal abschießen. Da kommt wieder einer. Und die Kollegin ist hier am Schieben. Achtung, die kommen jetzt hier rein. Die Kollegin ist hier am Schieben, da kommt einer. Und zu mir kommen auch welche, oder? Nee. Okay, the door is open. Schnell rein. Und jetzt müssen wir hier den Schalter schalten, oder? Jetzt geht die Brücke. Und jetzt kommt der blöde Bossfight. Jetzt warte. Die sind jetzt hier drin, hallo? Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Musik ist weg. Also, und jetzt ist er darüber. Achtung, jetzt kommt der dämliche Bossfight. Wir müssen zuerst den Wesker ja, bearbeiten und dann die Jill, aber nicht auf die Jill schießen. Man muss die anflehen mit der gezeigten Taste, dann hält die Jill, die Sheva die Jill fest und dann muss man ihr das Ding runterreißen, aber das muss man aber mehrmals machen. Ich breche die Videos jetzt hier ab, dann. Warte, jetzt kommt ein Video, das breche ich jetzt ab, weil ich will das Weihnachten nicht fertig machen. Und jetzt muss man nicht auf die Tür schießen. Und auch mal auf den schießen, oder? Nicht auf die Tür schießen. So, nicht schießen. Nicht schießen. Sonst bist du selber tot. Also ich muss hinlaufen und X drücken. X drücken. Mehrmals und dann... Naja, warte. Jetzt komm her. Jetzt und jetzt festhalten. Und jetzt Quicktime. Und jetzt warte. Und das muss man 5-6 Mal machen. Also nicht wundern. Es klappt erst beim... 5. oder 6. Mal nicht schießen. Come on, snap out of it. Don't do this, Jill. I don't want to hurt you. Und jetzt warte. Warte, warte, nicht schießen. Jill, what are you doing? Jetzt abreißen. Wie kann? Das war jetzt das zweite Mal. Kannst du mitzählen. Jetzt warte, zweite Mal.
Und anflehen. Oh, nee, anflehen. Hoppla. Anflehen. Stop this, Jill, answer me! Anflehen. Anflehen. It's me, Chris! Da, wenn sie festhalten, sie muss festhalten. Das macht sie automatisch. Nochmal anflehen. Come on, snap out of it! Oh, jetzt geht sie wieder. Ja. Wo ist sie? Don't do this, Jill! Ah! Haut sie nicht mehr. Ein bisschen jetzt hin. Und jetzt abreißen, hämmern. Das war jetzt das dritte Mal, oder? Dritte Mal. Ich glaube, sechs Mal so ungefähr. Und festhalten. Ah, jetzt muss die Kollegin. Warte. Ah, nee, ach du Scheiße. Sie hat geschießt, hä? Ach du Scheiße. Jetzt bin ich tot. Ja, toll. Also ist besser, wenn man... Ja, jetzt kann ich den ganzen Mist von vorn machen. Es ist besser, wenn man selber... Ja, da hat die dämliche Kugel geschossen. Warte, da muss ich hier... Ja, kann ich jetzt nicht wegnehmen. Nee, ja gut, können wir den ganzen Mist noch machen. Ja. Wie gesagt, nicht schießen. Stop this, Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? So, also nochmal von vorn. Nummer 1. Nummer 1. Anflehen. Come on, snap out of it. Alle aufpassen, dass man selber, weil die Jill ist da, die Sheva ist da geladen muss. Oder die Waffe wegnehmen. Hier die Waffe wegnehmen. Oh ja. Warte mal, kann man das jetzt machen? Ah, hey, hallo. Ah, ich muss auch. Jetzt komm her. Jetzt. Das war zweimal. Beziehungsweise ist zweimal. So. Noch nicht genug. Anflehen. Don't do this, Jill! Anflehen. Ein bisschen blöd. Ich find's blöd, aber na gut, die Technik. I don't wanna hurt you! Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? Aber. Come on, snap out of it! Jetzt komm her. Das ist jetzt dritte Mal, oder? Dreimal? Dreimal. So. Das ist jetzt vierte Mal, oder? Vierte Mal. Ah, werfen. Nee, ich wollte die an. Mist. Abreißen. Ah, warte. Ah, warte. Nee. Ah, Na, wenigstens sind wir noch am Leben. Wenigstens haben wir keinen Fehler gemacht. Ich schieße jetzt wieder. Ich war jetzt nur warten, bis sie wieder runterkommt. Oder? Don't do this, Jill! I don't want to hurt you. Jill, what are you doing? Stop this, Jill, answer me. Oh nee. Also ich finde das ein bisschen arg aufgelöst hier. Die Denke von dem. Come on, snap out of it. Aber gut, jetzt fällt mir an. Don't do this, Jill. Festhalten, du sollst sie festhalten. I don't want to hurt you. Jill, what are you doing? Ja. Ich finde es sauber. Entschuldigung. Ja, die Intro. Ja, man könnte jetzt raufgehen, aber bis ich jetzt raufgehe, oder? Kommt die mit runter? Ah. Was? Jetzt kommen wir. Das ist jetzt das fünfte Mal, oder? Warte. Na, komm. Nee, einmal noch, oder? Stop this, Jill, answer me! Nee, oh, festhalten, jetzt warte. Festhalten. Jetzt müsste die Kollegin das runterreißen können. Komm her. Nee, die schießt schon wieder. Ich mag jetzt nicht mehr. Ach, komm. Ja, jetzt muss ich hier die Waffe werfen. Warte, ich muss hier die Waffe wegnehmen. So, Waffe weg. Alles weg. Jetzt, aber jetzt muss ich aber hinhauen, weil jetzt brauche ich nicht mehr.
Jetzt bin ich schon zweimal gestorben für den S-Song, reicht das ist natürlich nicht. Gut, hab ich sie jetzt gedacht. Jill, what are you doing? Weil, wie gesagt, das macht sehr viel Spaß. Also, ja. You have to get this device off the chest. Na gut. Einmal. Stop this, Jill, answer me. It's me, Chris. Don't you recognize me? Ah, jetzt hält sie es schon. Okay, jetzt muss ich das sagen. Sie hat jetzt aber keine Waffe mehr. Aber man muss es fünfmal machen. Sechsmal. Ich glaube sechsmal. So. Zweimal. Zweimal. Come on, snap out of it! Sie rennen wieder weg. Ja, es macht unheimlich Spaß, oder? Also, aber naja, gut. Don't do this, Jill! I don't wanna hurt you! Naja. Hätte einem zwei, dreimal auch gereicht, aber. Und wir spielen hier auf einfach. Also ich spiele auf einfach. Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? Come on, snap out of it! Don't do this, Jill! I don't wanna hurt you! Jill, what are you doing? Also anflehen, man muss sie immer anflehen. Stop this, Jill, answer me! Man muss sie festhalten. Das ist jetzt, glaube ich, dreimal, oder? Das dritte Mal. Wir werden es auch heute noch schaffen. Dritte Mal. It's me, Chris! Don't you recognize me? Wo ist sie denn? Ah, komm ja. Come on, snap out of it! Es macht. Also, es ist ja lustig gedacht und so, aber. Ich glaube, wo ist sie denn? Don't do this, Jill! Wir werden es aber heute noch schaffen. Also ich spiele jetzt so lange, bis ich es schaffe, bis ich es so wurscht jetzt. Wo ist sie denn? I don't wanna hurt you! Wo ist sie denn? Oh. Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me! Kann jetzt ein paar Stunden dauern? Kann jetzt ein paar Stunden dauern? Zock die da oben. Komm halt! It's me, Chris! Don't you recognize me? Come on, snap jetzt out! Komm her! Viertes Mal oder so? Keine Ahnung. Wieder nicht. Da kannst du so schnell drücken, wie du willst. Man muss es fünf oder sechs Mal machen. Wurscht auf welchem Schwierigkeitsgrad. Und da drüben ist, da liegt übrigens den immer noch. Der eine seltene Schatz. Afrikas Herz, den gibt es nur hier, wenn man den Wesker besiegt hat. Also, wenn man den Wesker weg ist, dann liegt da der Afrikas Herz. Nur da. Stop this, Jill, answer me! It's me, Chris. Don't you recognize me? Come on, snap out of it. Don't do this, Jill. I don't want to hurt you. Jill, what are you doing? Jetzt komm, Sheva. Stop this, Jill. Sheva, festhalten. Jetzt komm her. Und jetzt? Fünftes Mal, oder? Fünfmal? Grob geschätzt, keine Ahnung. Fünftes Mal. Nee, noch einmal. Na gut, macht ja auch Spaß. Also, it's me, Chris. Don't you recognize me? Aber hilft ja nix. Come on, snap out of it. Don't do this, Jill. Jetzt kommen wir. We have to get that device off her chest. So, das glaube ich könnte das sechste Mal sein, oder? Nee. Noch einmal zu gehen, nee. Wenn die Jabba jetzt wieder schießt, die hat doch aber keine Waffe mehr. Ah, jetzt muss ich festhalten. Sie hat keine Waffe mehr. Jabba. Jetzt. Nee. Oh nee, wieder nicht. Ausweichen. Jetzt bitte, komm her. Nee, wieder nicht.
Das Gefühl zählt, zählt dem Jill, Mal. Jill, what are you doing? Das Gefühl zählt dem Mal hier. Wo ist sie denn? Hockt sie da oben. Die hockt jetzt da oben, ich kotze gleich. Jetzt komm her. Stop this, Jill, answer me. Jetzt muss es aber klappen, oder? Jetzt komm her. It's me, Chris. Don't you recognize me? Ah, so jetzt komm her. Festhalten, festhalten. Jetzt komm, schreiber raus, raus zu sehen. Nee. Doch, jetzt, 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 jetzt. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Oh nee. Also. Jemma, bitte vorher die Waffe wegnehmen. Jill. Jill. Are you alright? Gut, Chris. Wir haben fertig. I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. It's okay. I'm so sorry. I'm so sorry. You're Sheva, right? Du bist Sheva, ja. I couldn't control my actions. Das denke ich mir. God, I was still aware. Oh, forgive me. Forgive me. It's all right. Thank you. Prima, prima. Das war auch eine der schwierigen Aktionen des ganzen Spiels hier. I'm gonna be alright. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Ja, Quatsch, millions will die. Oh, yeah, but I'm all right. Ich brech's jetzt gleich ab. You need to stop him. Ja, das war mir schon klar. Komm, Chris, es ist immer dasselbe. You're the only one who can. Ich bin der Einzige, der es kann. War klar. Ja, sonst. Don't you trust your partner? Schaut der blöd aus. Alright. American Language ist eine funny language. Very funny. Komm jetzt rein hier. Oh, was hat mich im Ohrring? Die Sheva. Hat die jetzt einen neuen Ohrring? Seit wann hat die hier einen Ohrring? Hä? Das ist mir jetzt komplett neu. Quatsch. Zu die Kiste. Was? Und die nimmt, die bleibt jetzt hier, oder? Die nehmen wir nicht mit. Gut, jetzt haben wir es. Ja, komm. Ah, jetzt sind wir am Schiff. Ja, das Level ist zu Ende. Chris? Chris. I'm alright. Ja, ja, ja. Ah, ja. Jetzt sind wir am... Ach, jetzt müssen wir auf das dämliche Schiff, oder? Over there. Ah ja, genau, 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 genau. Huh? Ja, mach hin, Mensch. Ich kotze gleich. Schaut einer blöder aus wie die andere, gell? Und die erstmal. Aber die Sheva schaut interessant aus. So, komm mal. So. Sheva Alomar, oder? Alomar. Gut, das ist der Schlauchboot. Da müssen wir jetzt gleich hin. Im nächsten Level haben wir es jetzt im Dreck geschafft. Schau her, noch zu essen. Und dann wäre ich noch scheiße. Weil ich zweimal gesterbt bin, schau hier, wäre ich nur einmal gesterbt, dann hätte es noch für Essen gereicht. Na gut. Jetzt muss ich hier die Waffen wieder geben. Was haben die für eine Waffe gehabt? Let's see. Ja gut, hätte ich hier. Ich hätte gedacht, die wäre so schlau und würde nicht schießen. Das ist jetzt das nächste Level, das machen wir im nächsten Video. Ich hätte gedacht, aber ja gut. Kommt der Öltanker im nächsten Video. Ich mag nicht mehr. So, Ende mit Gelände. This ship is huge. Do you think they're planning to use it to spread Ouroboros? No, using a ship like this would give away the position too soon. They must have another. Also einen echten, kein Cheat, sondern einen echten Ratschlag. Okay, herzlichen Dank für Speis und Trank. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein, da in meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohlergehen möge. Adieu, bis zum nächsten Video.